Das Saarland, der Mittelpunkt der digitalen Welt. Beim nationalen IT-Gipfel hatte der Bildungsminister angekündigt, dass alle dritten Klassen im Saarland bald programmieren lernen sollen. Und zwar mit ihm hier, mit Calliope. Calliope ist ein Mini-Rechner, mit dem bald viele Schüler lernen sollen, wie Computer funktionieren. Dazu müssen aber erst mal die Grundschullehrer lernen, damit umzugehen. 60 Freiwillige besuchen seit heute das Fortbildungsseminar für den Calliope-Mini-Computer. Christine Alt hat dabei aufgepasst und hat unter anderem auch herausgefunden, wieso die Lehrer sich für Calliope interessieren. Der erste Kontakt. Calliope ist gelandet. Die ersten 60 Grundschullehrer haben ihre ersten 3 Fortbildungsstunden mit dem Minicomputer. Calliope, etwas, worauf Sie und Ihre Schule gewartet haben? Nicht unbedingt drauf gewartet, aber also ich hätte auf andere Dinge gewartet. Aber jetzt in Bezug auf die digitalen Medien, da bin ich mir schon des Umstandes bewusst, dass wir auch die Verantwortung haben, dass den Kindern kritisch und bewusst beizubringen. Und ich denke, dass das Medium mit Calliope jetzt auch da eine gute Rolle spielt. Also sicherlich nicht alle Kolleginnen und Kollegen, aber ein Teil hat schon drauf gewartet. Ich habe auch drauf gewartet, ja. Aber jetzt müssen Sie zuerst lernen, mit Calliope zu kommunizieren, nämlich über eine Software. Damit programmiert man den Minicomputer, lässt zum Beispiel die LEDs aufleuchten, sodass Wörter oder Zahlen erscheinen. Oder lässt ihn Musik wiedergeben. Fortbildungsleiter Frank Spang, selbst Grundschullehrer, arbeitet seit einigen Monaten damit. Seine Schüler seien von dem in Deutschland entwickelten Calliope ausnahmslos begeistert. Er offensichtlich auch. Wir haben eine Alarmanlage für eine Keksdose gebaut. Wir haben jetzt letzte Woche eine Alarmanlage für unser Klassenzimmer gebaut. Was ganz anderes ist. Hört sich jetzt ähnlich an, ist aber eine andere Herangehensweise. Wir haben ein Quiz erstellt zu den Hauptstädten der Bundesländer. Passt zu dem, was das Land jetzt als Richtschnur ausgegeben hat. Im ersten Landeskonzept Medienbildung. Bildungsminister Kommersohn nutzte den Fortbildungsstart heute, um es vorzustellen. Die zentrale Vorgabe? Digitale Medien sollen in allen Fächern eingesetzt werden. Und der Umgang mit ihnen soll in alle Noten einfließen. Die Lehrer hier sind motiviert, sehen aber auch noch Hürden. Wenn das ordentlich ausgearbeitet ist und es da auch viele didaktische Materialien gibt und so weiter, dass man eine Grundlage hat, und dann kann man da mit Sicherheit richtig gute Sachen mit den Kindern machen. Tablets, weil das ist das neue Medium. Wir arbeiten dann mit Apps. Das fehlt alles, also die Ausstattung. Immerhin, die Calliopes bekommen die Grundschulen. Und das Land hat jetzt 500.000 Euro losgeeist für einen Wettbewerb. Die Schulen mit den besten Ideen für digitalen Unterricht bekommen ein Preisgeld, mit dem sie sich Technik kaufen können. Und die Schüler helfen bei Computerproblemen bestimmt gerne weiter. Die sind nämlich ganz schön fit in diesen Dingen und in den Naturwissenschaften. Das ist auch alle Jahre wieder beim Wettbewerb Schüler experimentieren zu bewundern. Fast 100